Herzlich willkommen zu einer Folge Ihrem Marsch. Wir verkaufen jetzt Paletten. Wir haben aktuell eine hohe Nachfrage hier. Das heißt, wir verdienen natürlich sehr gut dabei. Zudem reißen unsere Dinger vom Arsch weg. Dann warten wir ganz kurz oder warten wir es gut. Ja, lädt nun die Vollen runter, ne? Also von daher müssen wir ein bisschen Geduld haben, ne? Da ist der LKW drauf. Kann doch nicht zugreifen. Klingelt die Kasse, ne? Beim nächsten Mal fahren wir genau daneben und stellen dann genau da rein, dann können wir weiterfahren. So, Palette schon weg. Ding, 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 ding. Mehr wie mit Rüben, ne? Abgeladen bekomme. Eigentlich wäre das gleich erledigt gewesen, aber gut, okay. So. Gut, der will so nicht, wie ich da will. Also fahren wir mal auf den Punkt, wo er verkaufen kann. Dauert ja nicht lange, ne? Beim nächsten Mal werden wir entsprechend rechts fahren und dann rüber abladen. Mit Palette. Aber gut, das lässt sich auch nicht anders machen, denke ich. Na ja, gut, wenn man das wollte, sicherlich, ne? Und die Leerpaletten wieder zurückführt, ne? Zumindest die heilen, ne? Das ewig halten die auch nicht. Besonders wenn ein rabiater Gabelstaplerfahrer kommt. Gut, wenn man jetzt schwere Last hat und mit dem Schieben, dann ist irgendwas nicht für geeignet, sagen wir so, ne? Ja, wir wollen heute ein bisschen Geld verdienen mit Pellets. Erhöhte Nachfrage, da konnte ich nicht widerstehen, da müssen wir zuschlagen. Das Lager war da voll mit 1 Million. Von daher ist das nur gut und recht, wenn wir da jetzt entsprechend verkaufen. Natürlich haben wir jetzt auch ein schönes Stroh eingefahren zuletzt, also reichlich Stroh. Und das ist natürlich richtig. Vergolden, ne? Also Stroh vergolden, kann man sagen, ne? In Anführungszeichen. Denn Strohverkauf in reiner Form hat uns nicht viel gebracht. Aber jetzt sind natürlich schon, ne? Müssen wir einen anderen Anhänger kaufen, ne? Da geht noch eine Ladung rauf. Das wird natürlich sofort gehen, ne? also ne? Anhänger geht auch. Gut, das wäre auch wieder nicht so realistisch, dann auch diese Stroh, diese Finger. Normalerweise mit Folie eingeschweißt, da geht normalerweise keine zwei Paletten übereinander. Nicht bei der Säcke. So, Vollgas! Uhrzeit. 4 Minuten geschafft schon wieder. Wahnsinn. Ja.
So, das machen wir versuchen mal abzuladen, und zwar im Bereich außerhalb, also schon innerhalb des Triggers abladen, aber stehen bleiben außerhalb. Weil sonst haben wir wieder warten müssen, das ist schlecht. Schauen, dass wir ein bisschen dichter rankommen. Aber nicht zu dicht. Das müsste passen. Das passt. So muss es sein. So, das machen wir ein paar Mal und wir haben die Brauerei verdient nachher, ne? Hat sich doch rentiert. Ja, fast 100.000. Das ist gut. Viertel 10, Wahnsinn. Na ja, gut, es war ein bisschen so auch schon vorauszuahnen, dass es spät wird, aber wenn ich nachher nicht geschlafen hätte, dann hätte ich irgendwann nachher die Müdigkeit gekommen und das wäre auch ungünstig gewesen. Aber ich habe es ja heute auch fast geschafft, ne? Wenn wir nur auf 1 gespielt haben, mehr oder weniger, aber das geht ja gar nicht anders, wenn wir die Ernte reinholen wollen, ne? Also, oder beziehungsweise auch die Saataufgaben erledigen wollen, ne? Also können wir nicht stehen bleiben und die Zeit davon rennen lassen. Das werden wir auch nicht machen, wenn wir jetzt auf 3 Tage spielen, sondern auch zur Erntezeit auf einen Tag haben, ne? Ich meine, hier haben wir Produktion und so, hier könnte man fast auf 6 Tage bleiben. Aber ich sag mal, gab auch Zeiten, da hatten wir, naja, ich sag mal, nur Holz zu machen, das wäre ja auch ein Gott, ne? Also gut, zum Anfang, wo wir angefangen haben, da war es schon ein bisschen. Und früher haben wir im Prinzip fast keine Aussaat zu machen, die ersten Tage, weil im Prinzip, wenn wir jetzt da Pech haben, ist es auf gut Deutsch zu kalt. Und bei Mais und bei Sonnenblumen werden wir garantiert nicht arbeiten können, wenn es zu kalt ist. Ist halt so. Und deswegen ist halt, wenn wir auch im Frühjahr dann eher Holzarbeiten machen und wir schauen mal, ob wir heute Morgen, also morgen noch mal die Rüben reinbekommen, also Ingame-Tag, morgen die Rüben und Kartoffeln immer noch ein Gerät dazu holen, dass wir das auch schaffen. Ein Ritt. Ja, und dann geht das näher los. Wintervorbereitung, ne? Ja, und morgen im Prinzip, übermorgen gerade die Schweine wieder, ersten Wintertag und Kühe, wenn auch bald die ersten Kälber kommen, ne? Also wenn wir auch entsprechend arbeiten müssen, umstallen und so, Futter und so. Das ist ja auch alles so gewollt, ne? Vielleicht können wir noch einsteigen ins Wollgeschäft für Schafe. Mal sehen. Schafe machen ja nicht so viel Arbeit. Das ist ja, würde ich sagen. Achso, richtig. Ich war gerade nicht verkehrt. Das wäre ja der Hammer, wenn wir verkehrt gefahren wären, ne? Aber wir sind zum Glück richtig gefahren. So, jetzt müssen wir mal gucken.
dann nicht reinfahren, aber halt dicht genug, aber nicht zu dicht. Denn alle Paletten will er nicht abladen. So. Das ist etwas. Z. Ja, nimmt da vorne an. Ja, das ist hier mal die Malzfabrik. Da können wir die Malzfabrik entsprechend beliefern. Mit Getreide, mit Weizen oder Gerste, was die gerade haben wollen. Ne? Wasser natürlich. Ja, und dann haben wir schon mal die erste Stufe erreicht. Ne? Dann kommen noch 800.000 für die Brauerei. Brauchen wir noch. Ich meine, die Produktion läuft ja noch weiter. Wir können ja noch Leerpaletten verkaufen. Das wird auch entsprechend schon voll sein. Ne? Paar OBS-Paletten haben wir sicherlich und ja, halt Wald abholzen, ne? Also Geld verdienen. Trikale kann verkauft werden nachher. Ob wir gerne aus 12 gerne haben, das kann verkauft werden. Ja. Also wir können auch Geld verdienen und wir können entsprechend dadurch auch auch noch bauen. Ne? Wenn die Brauerei erstmal steht, dann können wir sagen, jetzt können wir das naja, wird auch nicht von allein kommen, wir müssen halt arbeiten, ne? Und das ist ja gut. Ja, muss mal sehen, ne? Wir hinkriegen mit der Zeit. Ich probiere es mit 3 Tagen. Wir können ja tagsüber auf 1 spielen. Und wir können ja nachts immer auf 30 und Sommer ist ja auch ein bisschen länger die Zeit, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Oder können wir das auch und da ranfahren und da aufladen? Muss man auch gehen normalerweise. Wenn du rauffährst, dann kommt die Meldung, kann nicht abladen. Ne? Ich dachte schon, wäre ein Fehler vom Mod oder vom Schlimmer von Company. Ne? Dann ist ja nicht gesagt, dass immer gleich funktioniert. Ne? Sein, dass man da was verbessern muss oder was ausbessern muss, ne? Dass da was nicht in Ordnung ist später, ne? Jo, wieder fleißig beladen, ne? Und das läuft ja wie sein soll, ne? Ja, einmal richtig Geld verdienen, Anführungszeichen, ne? Meine Preis für Pellets wird im Winter noch steigen, denke ich mal, weil ja normalerweise sollte es so sein, dass die im Winter am meisten zahlen, ne? Weil dann alle heizen wollen, ne? Beziehungsweise müssen. Die Heizung hat der Computer. Ich habe die Heizung ausgeschaltet. Entschuldigung. Das ist der Armbrot, ne? Ein bisschen zu deftig, glaube ich. Aber ich habe doch Appetit gehabt. Wollt ihr es wissen? Pommes mit Hühnerschnitzel. Das waren kleine, aber trotzdem lecker. Und dann würde ich jetzt sagen, ach, nimm da Autodrive und so und lässt alleine fahren, ne? Ja, aber ich mach das lieber alleine. Am Ende funktioniert das auch nicht richtig nachher. Entweder weil ich das verkehrt mache oder Autodrive nicht hinkriegt, aber. So haben wir aber zu tun, ne? Ist ja nicht weit. Zum Glück ist der Zeiger relativ kurz und wir können schnell alles verkaufen. Und da können wir auch nicht auf nachts auf volle Pulle gehen, wenn wir jetzt noch einen halben Lastwagen oder halben richtig viel zu liegen haben. Ne? Also da wäre ja
Nicht klug. Ja, das haben wir gedacht. Muss dann so drin sein, dass ich halbwegs drin bin, ne? Also zumindest, ja, müsste funktionieren. Ja. Oh, voll 400.000. Ab 4.000. Wie gesagt, zwei, drei Ladungen noch oder vier oder fünf, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ja, leider geht es in der nächsten Folge weiter mit Palettenverkauf. Leider sage ich deswegen, weil es ein bisschen eintönig ist. Aber da aktuell erhöhte Nachfrage ist, kann ich da nicht drauf verzichten aktuell, da wir ja demnächst die Malzfabrik bauen werden, damit wir die Vorstufe für Bier hinbekommen. Ich weiß nicht genau, ob die Brauerei auch ohne Malzfabrik auskommen würde. Wenn ja, würde ich es machen, aber ich weiß es nicht genau, und wenn es nicht geht, dann haben wir 8.500 in Sack gesetzt und können dann nichts mit anfangen. Also notfalls wird die Malzfabrik hinterher abgerissen, wenn wir nicht brauchen. Ansonsten werden wir das natürlich nicht verzichten, ne? Brauchen wir sie halt, ne? Und mittlerweile können wir es leisten. Gut, liebe Schauer, das soll es für euch gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss auf den Winkel. Und vielleicht sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Folge. Tschüss.